Manuel Ruby wurde im Jahr 1979 in Wien geboren. Der Schauspieler, Sänger und Kabarettist ist mit seiner Rockgruppe Mondscheiner und seiner Hauptrolle in Falco Wir leben noch bekannt geworden. Ich bin von meinem Selbstverständnis schon Schauspieler immer gewesen, habe halt Theater gespielt, das kriegt keiner mit, und dann macht man einen Film und plötzlich glauben alle, der Musiker wechselt das Fach. Das stimmt eigentlich nicht. Das ist, ich mag die Musik sehr, sehe mich aber nicht als klassischer Musiker, also im Gegensatz zu meinen Bandkollegen zum Beispiel, sondern bin von dem, wo ich glaube, dass ich richtig zu Hause bin, eigentlich Schauspieler. Was wird es in Zukunft von Manuel zu sehen geben? Dass ich mit dem Josef Harder und dem David Schalko eine ORF-Donnerstagnacht-Serie machen werde. Also, die haben mich dankenswerterweise mit dazugenommen, sagen wir so. Das Ganze nennt sich Aufschneider. Harder spielt einen Pathologen und ich bin der junge Assistenzarzt, der direkt von der Uni kommt und gequält wird. Für seine Verkörperung des kultigsten Wiener Musikers verleihen wir Manuel den Wiener der Woche. Kannst du nicht umgehen.